in Griechenland auf der Flottille von den Segeljungs. Das erste Spiel ist ein SUP-Rennen. Es gibt eine fette Magnumflasche. Gewonnen hat! Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind gut auf Sardinien angekommen, haben unsere erste Überfahrt mit dem eigenen Boot gut gemeistert. Dazu aber dann mehr im nächsten Video. Heute kommt mal ein Video ein bisschen außerhalb der Reihe. Und zwar war ich im Mai auf der Flottille von den Segeljungs mit dabei. Die meisten kennen wahrscheinlich die Segeljungs. Die waren auch die letzten 5 Jahre auf Weltumsegelung unterwegs und sind jetzt im Frühjahr diesen Jahres durch den Suezkanal zurückgekommen und haben dann dort in Griechenland eine Flottille mit der gesamten Community organisiert. Wir waren auf 8 Schiffen plus der Aria unterwegs und für mich hat sich die Chance ergeben, dass ich auf einem der Schiffe als Skipper unterwegs sein kann. Wir sind dann von Athen aus durch den Saronischen Golf bis nach Hydra und wieder zurück und haben tagsüber ein bisschen Regatta gefahren, abends dann immer mit den ganzen Booten Päckchen gebaut. Ich habe leider nicht so ultra viel Zeit gefunden, alles mitzufilmen, aber die Eindrücke, die ich aufgenommen habe, wollten wir trotzdem mit euch teilen. Deswegen jetzt zurück zum Vergangenheitssteff. Moin, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin hier gerade mit 8 anderen Booten und der Aria in Griechenland auf der Flottille von den Segeljungs. Wir sind hier eine Woche mit 9 Booten unterwegs. Fahren ein bisschen Spaßregatten, abends feiern, bauen Päckchen. Insgesamt sind wir 65 Leute. Ich denke mal, es wird einiges passieren. Viel Spaß! Ja, vielen Dank, dass ihr alle hier vorbeigekommen seid. Ich stelle jetzt noch mal ganz kurz meine Crew vor, und zwar ganz fix. Moin, ich bin der Kevin. Moin, ich bin der Johannes. Judith. Moin, ich bin die Ellie. Job, wie bist du? Hallo, ich bin Leonie. Hi, ich bin Becky. Wir sind jetzt hier auf dem Wasser unterwegs, das ist einfach so nice. Einfach mit so vielen Booten so nah zusammen die ganze Zeit. Wir haben auch schon alle möglichen Formationen gebaut, in der Formation gefahren, Regatta. So Leute, heute ist mal wieder soweit. Game Time. Das erste Spiel ist ein SUP-Rennen. Es geht von Start zu Ziel, also von Bug zu Bug. Es gibt pro SUP ein Mädel an Bord und einen Jungen. Die Jungs kriegen die Augen verbunden und paddeln. Und die Mädels koordinieren den Weg, müssen sagen links, rechts, schneller, langsamer, wie auch immer. Auf jeden Fall die Jungs anleiten, wo sie hin paddeln sollen. Es gibt 3 SUPs pro Runde, also 3-mal ein Qualifying und jeder hat die Chance, damit ins Finale zu kommen. Die Gewinner jeder Runde kommen ins Finale und dort entscheidet sich dann, wer heute den Korken knallen lassen kann. Hallo und herzlich willkommen hier in Griechenland in unserem wunderschönen großen Flottillenstadion. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem heutigen Sub-Race, was sich dort vorne abspielen wird, hinter Ihnen. Und ja, ich wünsche viel Spaß. Geht gleich los hier, oder was? Oh, illegaler Start! Illegaler Start! Oh, 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 jetzt wird's richtig knapp und, ja, nee. Ärgerlich. Aber die Abkühlung haben sie sich verdient. Kann nicht anders sagen, ne? Alles gegeben. So, Herr Strafmann, wie fanden Sie jetzt das erste Rennen der 3 Gruppen? Also ich fand schon echt gar nicht ganz schlecht fürs erste Team. Da waren jetzt natürlich auch die absoluten C-Kandidaten. Jetzt geht es natürlich auch von der Leistungsfähigkeit nochmal nach oben. Das werden wir jetzt im zweiten Lauf auch schon sehen. Aber war für den ersten Lauf was wirklich gut, muss ich sagen. Ja. Wer war denn hier Favorit in der C-Gruppe? In der C-Gruppe
Ja, da habe ich echt wirklich absolut aufs falsche Pferd gesetzt, die natürlich kurz vor der Ziellinie dann ins Wasser fallen. Das war natürlich eine absolute Katastrophe für meine Wettquote, weil da muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Da war ich natürlich enttäuscht. Ganz besonders freue ich mich auf das Team von dem Boot Solon. Klasse! Jubel! Am Start sind für uns heute Kevin, der nachher die Augen verbunden bekommt, und als Kommandoführerin Ellie. Perfekt. Warte mal, lass die mal an. Okay, jetzt auf Wimpern. Du kriegst ein Wimpernlifting. Also ihr Ziel ist heute was? Zu gewinnen. Und was gibt es zu gewinnen? Es gibt eine fette Magnumflasche. Und dann wollen sie heute Abend richtig die Korken knallen lassen. Heute wird sich richtig angegeben. Ja. Wie ein Achtarmiger einen reinorgeln. Absolut. Mit Gerhard. Sehr gut. Aktuell haben wir ein paar Probleme hier im Flottillenstadion. Hier kommt eine große Welle an. Laola. Eine Laola-Welle. Der Start verzögert sich um einige Minuten. Bitte haben Sie dafür Verständnis. Vielen Dank. Go, 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 go. Ja, der Videoverweis hat leider doch ergeben, dass es eine ganz knappe Nummer war. Das Foul, welches wir gesehen haben, war doch keins. Also gewonnen hat Team. Wer hat gewonnen? Team, wir nicht. Team, wir nicht. Scheiße. Wir geben die Sieger des Grand Segeljungs Regatta Cups bekannt. Sind alle ohne Widersprüche einverstanden, dass die Aria trotz 5 Segel und 3 gewonnen hat? Dann würde ich sagen, übergeben wir diesen Feintropfen an die Aria Crew. Juhu! Dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank an die Skipper, dass ihr das mitgemacht habt. Es gibt heute nicht nur eine Siegerehrung, sondern SUP Race, Firefly Team. Habt ihr euch verdient, jedes Race gewonnen. Ich übergebe euch hier mit einem nicht ganz echten Champagner, aber so ähnlich. Vielen Dank. Jubel! Ja. Herzlichen Glückwunsch! Wie fühlt sich das an, hier im Flottillenstadion vor so vielen Leuten gewonnen zu haben? Ja, unglaublich, unglaublich. Wie fast ein WM-Fußballtitel, also ganz großes Kino. Eher höher, oder? Ja, fast. Mir verschlägt sich Sprache. Grandios, grandios. Wir wissen gar nicht, was wir sagen sollen. So, das war's hier aus dem Flottillenstadion. Zurück in Alimos, in der Startmarina. Die Woche ist jetzt schon vorbei, es ging mega schnell. Vielen Dank an Vince und Tim. Ich habe leider auch gar nicht geschafft, alles festzuhalten. Ihr könnt natürlich bei den Segeljungs auch vorbeischauen, die haben natürlich auch ein Video, was dazu kommt. Und ich hoffe, ich konnte euch einfach auch ein bisschen anderen Einblick geben. Es hat mega Bock gemacht. Die Crew war top. Die gesamte Flottille hat wirklich ultra Spaß gemacht. Vince und Tim geht die Reise wahrscheinlich bald vorbei und für uns geht's los. War super nice, die kennengelernt zu haben. Vielen Dank an Soul Sailing, dass ich überhaupt hier die Chance hatte, als Skipper hier mitzufahren. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann lasst gerne ein Abo da. Schaut beim nächsten Video vorbei. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
sogar der Fisch.